Willkommen, willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Runde Let's Play Mass Effect 2. Ich habe in der Zwischenzeit mal wieder ein bisschen was eingesammelt und... Ich habe in 3 Monaten eine Verabredung mit Shayura. Ich kann's kaum erwarten. Du Lüstling! Wir fliegen ins Auge des Sturms und Sie denken an eine Asari-Prostituierte? Hey, Vorsicht! Die Sache ist ganz anders. Sie ist so... Sie ist... Das versteht man nur, wenn man sie kennt. Ja, ich wollte bloß noch mal kurz bei Joker vorbeischauen, weil wir hier auch schon eine Weile nicht mehr waren. Commander, gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das Ding will mich wegen eines Witzes feuern. Okay, ich habe gesagt, ich würde den VI-Kern einschmelzen, aber das war nicht ernst gemeint. Und dass wir nur ein paar Systeme verlieren würden, die allzu vorwitzigen. Ich möchte festhalten, dass ich zu Veränderungen am Menschenmaterial nicht autorisiert bin. Warum belästigen Sie mich dann ständig? Meine Antworten sollten Sie provozieren, ohne echte Bedrängnis auszulösen. Ihre Reaktionen sind gemessen an den meisten anderen Menschen untypisch. Sie sind interessant. Edi, haben Sie ihn absichtlich aufgestachelt? Welcher Teil Ihrer Programmierung ist denn dafür zuständig? Meine Beschränkungen enthalten keinerlei Verbot von aktiven Beobachtungstechniken. Mr. Moreaus Leistung hat sich unter Stress sogar verbessert. Ich hätte nie gedacht, dass die angekündigten Overlords dermaßen nervtötend sein würden. Mir reicht's. Ich bin fertig. Aktive Beobachtungsmaßnahmen finde ich auch interessant. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Aktive Beobachtung finde ich super. Okay, apropos Overlord, wo er das gerade schon erwähnt. Wir wollen jetzt nämlich uns zum Projekt Overlord begeben. Das wird ein DLC, das wir diesmal abarbeiten. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlicherweise diesmal nur DLCs abarbeiten, nehme ich so an. Und ich habe mal wieder ein bisschen hier rumgewütet und habe Planeten erkundet. Wie ihr seht, ich bin auch schon direkt an der richtigen Stelle mit dem Projekt Overlord. Falls ihr E-Zero mal braucht, wenn ihr das Spiel spielt, ich kann empfehlen, oh, lasst mich lügen, es war das der Phoenix-Sternhaufen, das ist das System, in dem hier auch Projekt Overlord mit drin ist. Und der Adlernebel, glaube ich, noch. Im Adlernebel gab es, glaube ich, verdammt viele Planeten, die E-Zero vorkommen hatten. Also, falls ihr da mal was braucht, wir haben jetzt auch wieder über 50.000 E-Zero-Einheiten. Das ist Wahnsinn. Also, ich habe jetzt wieder eigentlich für jegliche Forschungsvorhaben mehr als genug Ressourcen. Wir können alles erforschen, was wir wollen. Insofern jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, die Überbiotik-Verstärkung mit 50.000 E-Zero und dann hinterher gleich noch die Über-Tech-Verstärkung mit 50.000 E-Zero kommt oder sowas. Aber ist eher nicht anzunehmen, da wir schon sämtliche Schiffsverbesserungen vorgenommen haben. Also, los geht's. Aite ist unser Planet, den wir jetzt besuchen wollen. Aite ist ein erdähnlicher Planet mit verschiedenen bewohnbaren Zonen, die von Wüsten über Dschungel bis zu Tundren reichen. Klingt ja ziemlich erdähnlich. Ja, steht auch da, erdähnlicher Planet. Ich Idiot. Er weist zudem schwache Ringe auf, was bei Planeten, die keine Giganten sind, eher selten vorkommt. Die Ringe bestehen aus bis zu 1 Meter großen Felsbrocken und einer großen Staubwolke, die vom Mittelpunkt des Planeten fast 23.000 Kilometer entfernt ist. Diese beeindruckende Himmelserscheinung wird jedoch von dem Umstand in Schatten gestellt, dass Nitae, der größte Mond von Aite, sich in einer instabilen Umlaufbahn befindet und irgendwann in den nächsten 200 Jahren auf dem Planeten einschlagen wird. So ein Ärger. Jedes Vorhaben auf Aite ist damit hat damit ein natürliches Ende. Und deswegen sind Kolonistenanzahl und langfristige Investitionen auch niedriger als auf anderen Gartenwelten. Schade eigentlich. Trotzdem leben noch 1,5 Millionen hier, immerhin. Gut, los geht's. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und wollen mal schauen, was Projekt Overlord eigentlich bedeutet. Es gab ja übrigens mal eine Operation Overlord in der Geschichte. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz doll irre, war das die Landung in der Normandie, damals im Zweiten Weltkrieg. So, wen nehmen wir denn mit? Darüber hätte ich mir vorher schon Gedanken machen können, ja. Ich hab's aber nicht. Blöd. Okay, ich würde eigentlich gerne mal Jacob mitnehmen. Warum denn nicht? Na klar, auch in seiner neuen Uniform, die haben wir auch noch gar nicht gehabt. Den haben wir schon, ich weiß gar nicht, wann haben wir Jacob das letzte Mal mitgenommen, abgesehen von seiner Loyalitätsmission. Ich glaube schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Wahrscheinlich damals, als wir Mordian rekrutiert haben. Gut, und dann nehmen wir noch mit Garrus. Warum nicht? Nehmen noch Garrus mit. So, was können wir denn an Punkten ausgeben? Ah, wir haben schon die Inferno-Granate mit einem Punkt automatisch jetzt versehen, okay. Dann können wir erstmal, wir könnten natürlich auf die Schockwelle ausgeben, will ich aber eigentlich gar nicht gerade.
So, bei Jacob gehe ich mal auf die Brandmunition. Und zwar Inferno-Munition. Eine Sprengladung verteilt den Schaden der Munition beim Aufprall und kann zudem das Ziel und alle Feinde in der Nähe in Brand stecken. Oder die Gruppenbrandmunition. Ihre gesamte Gruppe erhält den Effekt ihrer Brandmunition, sodass sie buchstäblich ein Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik entfachen können. Klingt eigentlich lustig. Nee, ich gehe mal hier drauf. So. Garrus. Bei dir kann ich theoretischerweise auf die panzerbrechende Muni gehen. Ach klar, warum nicht? So. Dann können wir loslegen. Waffen sollten soweit in Ordnung sein. Ja. Ab geht's. Nein. Ab geht's, habe ich gesagt. Los! Abgespacedes Landungsschiff. Gehört das zur Standardausstattung? Zum Glück sind Sie da. Mein Name ist Dr. Gavin Archer. Die Sache ist dringend. Wir stehen kurz vor einem katastrophalen VI-Zusammenbruch. Einzelheiten erkläre ich Ihnen später, aber erst müssen Sie die Übertragungsschüssel außer Betrieb setzen. Die Steuerung ist nicht weit von Ihrer Position entfernt. Sie müssen sich beeilen. Okay, geht klar. Was habe ich denn für eine Waffe in der Hand? Ist das... Das ist ja Partikelstrahler. Wieso hat der nur 130 Schuss? Ist ja seltsam. Naja, ich nehme mal die Medhawk in die Hand. Ich hoffe mal, das wird mir nicht zum Nachteil hier gereichen. Ja, ist mir egal. Ich behalte meine Waffen. Auf dem Monitor. Für die ist es zu spät. Oh ja, da ist jemand. Da sind sie ja. Ich habe mich in einem Computerraum auf der anderen Seite der Basis eingeschlossen. Hier laufen Geld frei herum. Ein VI-Programm hat sich selbstständig gemacht, die Kontrolle übernommen und... Ich habe heute viele Freunde verloren. Ich will nicht, dass sie sich zu ihnen gesellen. Seien Sie bloß vorsichtig. Ja, wir passen auf uns auf. Ein bisschen merkwürdig, dass hier Cerberus... Ja gut. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass Cerberus hier von Gavin überrannt wurde, oder? So, aber schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um, bevor wir weiter vorstoßen. Wir müssen ja nicht so schnell hetzen. Ich meine, er sagt zwar, wir sollen uns beeilen, aber wir sind lieber ein bisschen vorsichtig. Na? Geht doch. Ehrlich mal, wenn da schon dran steht, dass die zerbrechlich ist, dann will ich sie auch zerbrechen können. Zugang verweigert, Tür von innen gesichert. Das ist ärgerlich. Jetzt habe ich da drüben... Warte mal. Wenn ich gerade die Scheibe zerstört habe, warum gehe ich dann da auch nicht rein einfach? Garrus macht das auch schon. Garrus ist ein bisschen schlauer als ich. So, jetzt geht die auch auf. Wunderbar. Na dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Geldmittel wieder beschaffen. Okay. Und ein Log von Archer, das hören wir uns erstmal an. Denn wir wissen ja noch gar nicht so richtig, worum es bei Projekt Overlord eigentlich geht. Statusbericht. Bitte informieren Sie den Unbekannten darüber, dass wir bei unseren Forschungen große Fortschritte gemacht haben. Seine Zweifel bezüglich der mangelnden Fortschritte sind unangebracht. Es wird in Kürze eine Demonstration geben. Okay, noch wissen wir nicht, worum es geht, aber wir werden es sicherlich bald erfahren. So, Schlüssel einfahren. Ich habe gerade Schlüssel einfahren gelesen bei dem Steuerkonsolen-Ding. So, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Natürlich, die Tür ist zu. Archer's Lock hören wir uns gleich an. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht, bloß die zwei Sachen. Memo an das gesamte Personal des Projekts. Wie ich höre, gibt es Bedenken, was die Arbeit mit lebenden Gas angeht. Ich halte es ja auch für ein Risiko. Aber der mögliche Erfolg überwiegt es bei weitem. Eines Tages werden es Ihnen Ihre Söhne und Töchter danken. Aha, die haben also an Geth herumgeforscht. Deshalb sind die Geth hier und haben die Basis überrannt. Haben wir das schon mal geklärt? So, die Schüssel verabschiedet sich nach innen. Ich hoffe, damit ist es jetzt... Okay. Entschuldigung. Aha, super. Also rein in die Schüssel irgendwie. Was ist denn das hier? Geh mal weg da. Verpiss dich. Ah! Nicht so einen Krach machen. Das tut doch weh an den Ohren.
So, der hängt auch gut ab hier. Oh, ist das unangenehm. Kann er sich nicht eine geschmeidigere Stimme zulegen? Dies ist eine automatische Sicherheitswarnung. Scan-Aktivität wurde geordnet. Schön. Ist ja was ganz Neues. Gut, ich nehme mal an, oh, das sieht schon aus, als ob hier jetzt gleich Kämpfe stattfinden. Ich bleib gleich hier. Man sieht es den Räumen doch schon an, wenn dann hier irgendwelche Gap kommen. So, erstmal den. Die haben einen seltsamen grünen Schimmer, ne? So muss es sein. Also die scheinen irgendwie unter einer fremden Kontrolle zu stehen. Würde ich jetzt mal so tippen, zumindest würde ich das jetzt in den grünen Schimmer rein interpretieren. So, haben wir noch mehr? Nö, ne? Sieht nicht so aus erstmal. Gut, dann schaue ich erstmal hier oben nach, würde ich sagen. Ach, haha. Da haben wir doch schon wieder einen. Was? In die Wand schießen ist blöd, Junge. Lass das mal. Komm weg mit dir. Ach hier, ach, das ist ja... Ich dachte, da ist eine Tür. Das ist ja... Das ist halt das Blöde, weil halt... Normalerweise muss man sich da keine Gedanken drum machen, ob da Türen sind, weil die meistens zu sind. Aber dass da eine offene Tür ist, durch die auch jemand rauskommen kann, da denke ich doch nicht dran. Manno, so ein Mist. Das war ja mal voll der Fail gerade. Gut, neuer Versuch. Diesmal ein bisschen vorsichtiger vielleicht. Hallo? Gegner? Gut, dann gehe ich wieder hier nach rechts. Ah. Da kommt Ärger. Geht doch. So, möchte vielleicht jemand jetzt, wo der Kollege wieder steht, ein bisschen tätig werden? Dankeschön. Sehr gut. Das hat mir gefallen. So, wenn ich weiß, dass die von hier kommen, dann mache ich es doch einfach mal so. Das dürfte die Lage beruhigen. Oh, hi. Nicht so aufdringlich hier, mein Freund. So, dann machen wir erstmal so, dann die Inferno-Munition. So muss es sein. Hat gut gesessen. Ich glaube, der ist auch hinüber. So, kann ich mich jetzt hier anlehnen, ohne dass mich jemand von der Seite attackiert? Das wäre sehr angenehm. Ah, Mist. So, okay. Machen wir das mal so. Ist ganz praktisch mit Jacob, weil ich normalerweise eigentlich die Singularität so gut wie gar nicht einsetze und er es halt immer mal von sich aus macht. Schön liegen bleiben. Okay, noch mehr? Ja, natürlich. Wie hätte ich auch damit rechnen können, dass hier jetzt mal Stille ist? Also ehrlich. So, ich gehe mich aber trotzdem erstmal hier drüben umschauen. Ist mir egal, wenn jetzt noch mehr kommen. Wir haben ja noch Garrus und Jake. Komm, was ist hier eigentlich gerade? Achso, die Tür wird hier anvisiert. So, erstmal schaue ich hier hinten. Riesenschüssel da draußen. So, wir nehmen erstmal das aus dem Safe mit. Und dann schauen wir uns mal das Log an. Okay. Stand also irgendwas Großes an. Ja. Du kleiner Sack. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Hat sich erledigt für den. Da bleibe ich doch mal lieber ein bisschen länger in Deckung und stürme nicht so rein. Mit solchen Waffen habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Ach Mensch. Man muss auch ein bisschen... Hat gerade Jacob mit seinem Hinterkopf die Biotik abgefangen? Man muss auch ein bisschen zielen, sodass man nicht gerade ins Geländer reinschießt. Das könnte helfen. So, erstmal weg mit dir.
gut. Wir können zumindest den schon mal aus dem Verkehr ziehen. Und auch der ist weg. Wunderbar. Stille. So, wir bedienen uns erstmal ein bisschen an der Kaffeekasse. So muss das sein. Ja, 450 Credits. Meine Güte. Die werden die schon nicht vermissen. Also ich glaube, hier vermisst sowieso niemand mehr irgendwas, weil niemand mehr da ist, der irgendwas vermissen könnte. Aber hey, was soll's. Gut. Noch ein bisschen Geld und ein bisschen Muni. Ach, Shepard. Mensch. Eingesagt, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist das auch... Ja, da gibt es auch Muni für den Partikelstrahler. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, also haben wir für den jetzt doch wieder ein bisschen was drin in der Ladung. Gut. Von da sind wir gekommen, oder? Ja, ich glaube schon, ne? Wir sind dann da rechts hoch. Genau, hier links geht es nicht lang. Ach, deswegen mussten wir diesen Weg gehen. Deswegen sind die da auch getriggert worden, als wir hier rechts lang sind. Habe ich gar nicht gesehen vorher, dass wir da längst nicht lang kommen. Siehst du mal. So, Muni brauche ich keine mehr. Ich hätte auch, fällt mir gerade auf, einfach wieder unten durch die Cafeteria gehen können. Warum mache ich das nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut, da drüben wird dann wahrscheinlich der Weg sein, den wir nehmen müssen, hin zu dieser Bahn, in der wir fahren sollen. Oder? Die Entspannungsmusik klingt auch nicht mehr so gut. Wobei, jetzt klingt es wieder ganz in Ordnung. Okay, wir gehen trotzdem mal weiter, auch wenn es sehr einlädt, ja einfach mal ein bisschen zu verweilen. Ach, das ist schon die Bahn. Alles klar. Alle drin. Los geht's. Okay, muss ich mir irgendwie Sorgen machen, dass zum... Nee, ne? Dass da jemand kommt? Ich glaube nicht. So. Hier sieht's gut aus. Hat jemand undekoriert hier an den Wänden? Kann man machen. So ein paar Farbklecksen. Das belebt die ganze Sache doch gleich ein bisschen. Gut, gut, ich beeil mich. Ich beeil mich ja schon, dass ich das aufhalte. Geht ja schon los. Ich höre auf, rumzutrödeln und Tapeten anzustarren. Ist in Ordnung. So. Was? Sauerei? Wer traut sich hier? Wer wagt es? Barriere aktiv. Weg mit dir. Okay. So, zumindest den großen mal weggehauen direkt. Garrus, du bist dran. Gut. Stimmt, die Bereichswirkung von Garrus' Überlastung vergesse ich irgendwie in letzter Zeit immer. Was heißt in letzter Zeit immer? Ich habe sie ja auch noch gar nicht so lange drin bei ihm, glaube ich. Hier ist Projekt Overlord. Mit einer Notfallmeldung an das Cerberus Oberkommando. Wir hatten hier einen katastrophalen Sicherheitsausfall und fordern hiermit Unterstützung ein. Was soll das heißen, alle losgehenden Nachrichten werden blockiert? Ist das möglich? Tja, da scheint der große Tag wohl noch nicht so groß geworden zu sein. Beziehungsweise in anderer Weise groß. Nämlich ein großes Unglück. Haben sie wohl was falsch gemacht. So, schneller hier. Los. Muss ich hier auf dieser wackeligen... Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen diesen wackeligen Weg nehmen hier. Na gut. Sind wir jetzt unter der... Ah, ist ja gut. Dieser Krach immer. Ich glaube, wir sind unter der Schüssel. Oh, tschüss. Habe ich ja gleich aufgeräumt hier. Das hat ja gut funktioniert. So, der ist weg. Und auch für den nochmal einen Warp. So. Auch du darfst in die Tiefe stürzen. Los geht's. Umgehen wir mal wieder eine Runde. So, das wird zusammengehören. Die ebenfalls. Das bestimmt zu dem. Ja. Und das zu dem und das zu dem und rein da. Okay. So, was muss ich hier machen? Ich bin kein Techniker. Ich habe keine Ahnung davon. Oh. Okay, ich muss Geth töten wahrscheinlich. Weg mit euch. Errichte eine
Barriere! So muss es sein! Okay! Wo ist denn hier? Ach, hier! Na, mein Freund! Heute schon geruht? Gut, von wo kommen die denn? Ich habe noch nicht so richtig erkannt, von wo der Nachschub kommt hier. Von da drüben, wie es scheint, ne? So, okay. Hätte ich gar nicht mehr schießen müssen. Oh, von da drüben kommen sie auch? Sauerei. Ich ziehe schneller als du. Gut. Und ich treffe auch besser als hier. Oh, meistens. Nicht immer. Gebe ich zu. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Lauf! Lauf! Oh, fuck you. Das war ja unfair. Da setzen sie direkt hinter mir den größten rein, den sie finden konnten. Das ist ja fies. Oh, das ist gemein. Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. So was Fieses. Finde ich nicht okay. Jetzt bin ich schon das zweite Mal gestorben hier und das DLC ist noch gar nicht richtig losgegangen. Eieiei. Aber gut, ich gebe zu, ich bin ja auch sehr offensiv reingegangen in die ganze Sache gerade. Hat ja am Anfang auch geklappt. Bis sie den großen Max reingejagt haben. So, hier, Garrus, mach mal. Du hättest es jetzt natürlich auch machen können, solange er noch nicht in Deckung war. Das hätte bestimmt geholfen. So, ich schaue mal dabei nach links, während ihr da drüben schaut. Aber ich sehe keinen. Die sind da auch von oben gekommen, oder? Kann das sein? Also ich würde denken, den ersten Schaden, den ich gerade in der Deckung kassiert hatte, war von oben. Und unten bleiben. So, was kommt denn da? Jacob? Ach da. Ich wollte gerade fragen, gegen was kämpfst du eigentlich? Boah, komm schon. Zeig dich, du Feigling. Geht doch. Schmeißen wir ihn ein bisschen durch die Gegend. Okay. Ach, genau in dem Moment löst sich der Fokus wieder. Es ist schrecklich. So, warte mal, warte mal. Ah. Der macht einen Abflug. Der kriegt einen Warp um die Ohren. Ah, wir haben bloß noch die Barriere hier. Oh, fuck you, ey. Wir schießen schon wieder mit Raketen. Ich gehe mal wieder hier hinter. Ist vielleicht besser so. Davon zu stehen hat vorhin schon nicht so gut geklappt. So, wo ist denn hier? Hallo? Gegner? Nehmen wir dich erstmal. Sind hier oben, du kleine Bitch. So, jetzt haben wir den erstmal weg. Das heißt, hier muss auch irgendwo gleich der ganz große kommen, oder? Ja, ich sehe ihn schon. So, dann bist du jetzt dran. Okay, und dann können wir eigentlich auch mal hier die Inferno-Granate ausprobieren. Ah, scheint funktioniert zu haben. Und tot. Wunderbar. Das nicht so? Mensch, was ich gegen die Wände schieße, das ist unglaublich. Ah. Komm schon. Aber ich glaube, das sind jetzt die letzten. Ich glaube, der Widerstand ist gleich durch. Was? Oh, nicht schon wieder Raketentyp, oder? Ich gehe mal hier hoch. Hier habe ich doch bestimmt eine bessere Übersicht, oder? Okay, es ist stille. Es hat sich gerade erledigt. Gerade als ich mir eine neue Position suchen wollte. Ja, 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 wir machen gleich los. Ach. Ich schaue mich nur noch mal kurz unten um, ob ich nicht noch irgendwas einsacken kann hier. Vielleicht, ach, die Türen sind jetzt wieder zu. Ich finde das auch immer sehr interessant, dass die Türen halt wirklich nie ein richtiges Schloss haben, sondern immer bloß so ein holographisches, auf das man dann drauf drückt. Was machen die denn, wenn man ein völliger Stromausfall herrscht?
Haben die Türen dann irgendwie ein internes Notfallsystem, dass die Interfaces dann trotzdem noch funktionieren? Oder wie genau funktioniert das dann? Oder sitzen alle fest und müssen sterben jämmerlichst, wenn mal irgendwo komplett der Strom ausfällt? Das wäre gemein. Also richtig durchdacht erscheint mir das nicht. Gut, egal. Schauen wir mal hier oben. Und richt mal den Satellitenanlage ein bisschen anders aus. Sie verfügen über eigene Kondensatoren. Versuchen Sie es mit Sprengen. Okay. Da versuche ich es nicht mit Biotip. Okay. Schwere Waffen! Vorsicht! Was? Lass mich erstmal hier machen. Oh, was? Oh! Ich sollte vielleicht nicht direkt davor stehen. Er ist dann auf die Idee gekommen, sich direkt davor zu... Alter! Hat irgendwie mehr Wirkung, als ich dachte. Hi! So, ich gehe dann mal weiter. Diesmal gehe ich vielleicht ein Stück weiter weg, wenn ich das hier mache. So. Ich glaube, ich sollte auch nicht direkt unter der Strebe stehen, wenn sie... Umfeld. Okay, sie fällt sowieso nicht in meine Richtung, aber trotzdem, es muss ja nicht sein. Ich glaube, die Stimme da ist nicht so ganz zufrieden. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber sie klingt irgendwie so. So, okay, Garrus ist hinüber, das ist nicht so schön. Ja, mal kurz in Deckung bleiben. So, Jacob, bist du eigentlich irgendwann auch mal wieder einsatzbereit? Flankiert mich hier jemand oder wieso bin ich immer so nah am Tod? Keine Ahnung. Schön liegen bleiben, mein Freund. So, haben wir den schon mal weg. Den größten, den wir finden konnten. Gut, Jacob. Schön. Haben wir den auch mal gut ausgehebelt gerade. So, machen wir das mal gleich so. Kleiner Hund da hinten, oder mal auf deinen Raketen zu ballern. So, haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe wieder. Darf Garrus wieder aufstehen? Ah, eher nicht so, wie es scheint. Was ist denn mit Jacob immer? Warum kann ich denn seine Kräfte denn nicht benutzen? So, du machst den Rest, Jacob. Wird schon klappen. Ich mach dabei mal das Ding ja ganz kaputt. Ganz dezente Art und Weise. Teufel ist hier eigentlich los. So eine ganz schlaue Idee. Mehr als ihr vermag. Kommen Sie. Ich erkläre es Ihnen. Wir haben gerade den Ast, auf dem wir gesessen haben, gestanden haben, wie auch immer, abgesägt. Wer hat die Idee gehabt dazu? Ist ja unglaublich. Okay, Übertragungsschlüssel zerstört, überlebende Wissenschaftler gefunden. Aber es ist noch nicht vorbei, wie wir uns denken können.